direkt nach den Original Falkenberger Blasmusikanten sehen Sie eine Kutsche und einen Kremser. Natürlich wird der Festzug angeführt von unserem Bürgermeister Herrn Herold Quick mit seiner Ehefrau. Und mit ihm in der Kutsche sitzt der Ortswehrführer der Feuerwehr, Herr Bernhard Neupert, mit Frau. Bitte begrüßen Sie sie mit einem Applaus. Gefahren wird die Kutsche von Herrn Siegmund Quick aus Bayern. Danach unter einem Sonnendach ein Kremser. Auf ihm begrüßen wir recht herzlich unseren Landrat, Herrn Christian Heinrich Jaschinski. An seiner Seite unser ehemaliger Bürgermeister, Herr Peter Wolfram, mit Frau, unsere langjährige Kämmerin, Frau Hannelore Lehnhardt. Wir begrüßen den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Herrn Dr. Jörg Reibig, mit Frau, sowie die Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule, Frau Simone Lösler. Aus unserer Partnergemeinde Autun begrüßen wir unter der Leitung von der Bürgermeisterin Frau Barbara Wrobleska eine Delegation und unser herzliches Willkommen gilt den Vertretern der Kurstadtregion aus Mühlberg-Elbe Frau Hannelore Brendel, aus Übigau-Warenbrück Herr Andreas Klaus, aus Bad Liebenwerder die Leiterin der Koordinierungsstelle Frau Susanne Kirst und weitere Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes, Herr Thomas Merten und Herr David Freund, sowie die Amtsleiterinnen Frau Andrea Wagenmann und Frau Marion Kasper. Die genannten Persönlichkeiten steigen jetzt hier aus und werden sicherlich auf der Tribüne Aufstellung nehmen. Der Kremser wird gefahren von Herrn Helmut Neumann aus Gräfendorf. Unmittelbar im Anschluss der Fahnenblock der Freiwilligen Feuerwehr Falkenberg. Er wird angeführt von der Vereinsfahne des Falkenberger Feuerwehrvereins. Gegründet 1992, geweiht 1995 durch den evangelischen Pfarrer und den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes. Es folgt das Fahnenkommando der Jugendfeuerwehr Falkenberg, erkennbar an den roten Helmen. Danach das Fahnenkommando unserer Partnerwehr aus Werne in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Und das Fahnenkommando der Freiwilligen Feuerwehr Warburg, ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen, unserer Partnerstadt. Gefolgt werden unsere Gäste von den Fahnenkommandos unserer Ortswehren. Aus Schmerkendorf, aus Bayern, aus Kölsa und auch die Gäste aus der Region haben es sich nicht nehmen lassen und sind mit einem Fahnenkommando angereist, wie die Freiwillige Feuerwehr aus Herzberg. Herzlich willkommen den Kameraden. Der Marschblock, der jetzt wieder Tritt aufnimmt, vereint die Kameradinnen und Kameraden der gastgebenden Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr Falkenberg-Elster mit den Ortsteilen Bayern, Großrössen, Kölsa, Rehfeld und Schmerkendorf, mit den Gastwehren aus Werne, Warburg und Autun, die einen weiten Weg auf sich genommen haben, um bei dem 125-jährigen Jubiläum dabei zu sein. Ganz besonders begrüßen wir den Feuerwehrnachwuchs, gut behelmt hier direkt vor der Tribüne, und natürlich Gizmo aus Warburg. Der ist zwar nicht mit im Einsatz, aber bei den Feten ist er mal mit dabei. Es ist auch wunderschön, wie viele Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr organisiert sind. Der Beifall ist nur für euch. Die Kameradinnen und Kameraden, die im Einsatz sind, bekommen einen extra Beifall. Es schließt sich an der Spielmannszug der Feuerwehr Werne. Seit 1979 im Einsatz, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums, wurde sie gegründet. Und seitdem spielt der Spielmannszug bei jeglichen internen Schützenfest, zu runden Geburtstagen und so weiter.
Der weiße Skoda, der kommt vom Autohaus Levi aus Übigau und er wird unseren Umzug mit Vorführwagen unterstützen. Auf dem Dach sehen Sie angekündigt die Feuerwehrtechnik aus den Gründerzeiten. Die Jugendfeuerwehr mit der Nummer 8 hat die Handdruckspritze aus dem Baujahr 1894 dabei, gebaut vom Falkenberger Klempner Alfred Müller. Vor 40 Jahren in Kleinarbeit restauriert und schon sind wir bei der Handdruckspritze aus Frauenhorst. Schon Baujahr 1944, früher mal von Pferden gezogen und heute von Kameraden in historischen Uniformen bedient. Es schließt sich an die Handdruckspritze von der FFW aus Schlieben, Baujahr 1980. Ich weiß nicht, wie es damals mit den Hydranten war, aber die Schliebener können halt noch mehr als Fußball. Es schließt sich an die Handdruckspritze aus Schmerkendorf, Baujahr 1912, gebaut bei Herzberg und seit 1926 in Schmerkendorf im Einsatz. Ich glaube, da hat mein Vater auch schon dran gestanden. Die Handdruckspritze Triumph vom Traditionsfeuerwehrverein Lausitzer Braunkohle steht jetzt vor der Tribüne auf einer Lafette. Früher war da, glaube ich, ein Geschütz drauf. Natürlich ist die Pumpe viel, viel wertvoller als so ein Geschütz und natürlich auch nützlicher. Es schließt sich an ein offenes Löschgruppenfahrzeug Marke Opel Blitz von der Freiwilligen Feuerwehr in Schwarzheide. Schon Baujahr 1939. Wow, die haben sogar Wasser dabei. Seid nicht so zögerlich, den Leuten ist schrecklich warm hier. Ja. Von dieser Spritze gibt es übrigens nur noch 3 Modelle in Deutschland. Davon stehen 2 im Museum und 1 ist heute bei uns. Jetzt kommt der Opel Blitz von der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzheide. In offener Bauweise, heute gemischt besetzt. Früher waren das natürlich die Kameraden mit Helm und Beil. Dieses Fahrzeug wurde 1945 von russischen Truppen in Sachsen-Anhalt geborgen, von dem Rat der Stadt Ruhland an die Feuerwehr übergeben, 1962 das erste Mal general überholt und 1990 sehr erfolgreich, wie man sieht, das letzte Mal renoviert. Es schließt sich an ein Löschfahrzeug, immer noch ein Opel Blitz, aber diesmal zu. Offen ist natürlich viel besser. Das war das, das hier im Synthesewerk im Einsatz war. Allerdings nicht bei der Werksfeuerwehr, sondern wirklich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 1980 als Traditionsfahrzeug unterwegs. Mit der Nummer 15. Ja, die Nummer 15 ist ein modernes Fahrzeug, sieht man schon an den blauen Signallichtern. An dieser Stelle sollte eigentlich von der Freiwilligen Feuerwehr Lindena ein Löschfahrzeug der Marke Hansa Lloyd von 1933 anrollen. Aber wie das so ist mit der historischen Technik, die kann man so gut pflegen, wie man will. Manchmal bleibt sie doch liegen. Und wir stellen uns jetzt vor, dass anstelle dieses schicken Fahrzeuges vom Amt Elsterland ein historisches Hansa Lloyd Fahrzeug von 1933 rollt. Es schließt sich an mit der Nummer 16 eine Pumpensammlung der Firma Stratmann, ein Tragkraftspritzenanhänger, der in Warburg stationiert ist. Interessanterweise stammt das Teil aus Weimar von 1938. Voll funktionstüchtig, ich habe sie vorhin laufen hören und auch, ja, da ist er. Oh. Welch ein Sound. Da kommen die Erinnerungen an die Zweitakter wieder hoch. Und schon wieder ein Skoda vom Autohaus Levi. Wir sind beim nächsten Block im
mit den Feuerwehrfahrzeugen von 1951 bis 1970. Angeführt von einem Löschfahrzeug TS-8 Phänomen Granit. Alle Älteren kennen das noch, Baujahr 1953 und fast bis 1980 im Dienst. Ich glaube, das sind die Fahrer von damals. Wunderbar. Feuerwehrheld Jung. Mit der Nummer 19, ebenfalls ein Löschfahrzeug, Phänomen Granit 27, diesmal von der Freiwilligen Feuerwehr aus Elsterwerda. Das ist ein bisschen jünger, Baujahr 1956. Muss man sich mal die Leiter anschauen. Die hat unheimlich weit gereicht. Mit der Nummer 20, ein Tanklöschfahrzeug von der Freiwilligen Feuerwehr Beilrode. 1955 schon aufgebaut und mit einem Kameraden in voller Ausrüstung an der Löschkanone. Dieses Fahrzeug kann auf einen Ruck 2.500 Liter Wasser, 200 Liter Schaum und 2x75 Meter C-Schlauch ausbreiten. Da kommt man schon ein Stückchen hin beim Waldbrand. Nummer 21, ein Tanklöschfahrzeug H3A aus dem Feuerwehrmuseum der Sängerstadt Finsterwalde. Herzlich willkommen. Bis 1987 im Dienst. Ein solches Fahrzeug hatten wir auch von 75 bis 1981 in Falkenberg dabei. Es schließt sich an mit der Nummer 22, ein Tanklöschfahrzeug S4000, auch aus dem Jahr 1964, Sachsenring-Produkt, gebaut in Werdau als mittelschwerer LKW. Und hier haben wir eine Pumpe drauf mit 1600 Litern pro Minute und eine zweite tragbare Pumpe. Auch damit kommen wir schon ganz schön weit. Eine Schiebeleiter auf dem Dach und später dann auch Geräte für technische Hilfeleistung. Mit der Nummer 23, ein Löschfahrzeug ähnlicher Bauart von der Traditionsfeuerwehr Lausitzer Braunkohle Brieske e.V. bis 1996 im Dienst und jetzt von den Kameraden liebevoll gepflegt und natürlich immer dabei bei solchen historischen Umzügen. Und noch einmal ein Tanklöschfahrzeug S4000, diesmal von der Freiwilligen Feuerwehr Mühlberg, im Dienst von 1963 bis 1998 und die Besatzung normalerweise 6 Kameraden, heute auch. Und was man leider nicht so gut sieht, in historischen Uniformen, und man beachte den Winker auf der letzten Seite. Ist der schon elektrisch oder noch von Hand? Der ist schon elektrisch. Jetzt mit der Nummer 25, ein Schlauchwagen, noch einmal aus dem Feuerwehrmuseum Finsterwalde. Da kann er auch immer wieder besichtigt werden, ebenfalls bis 97 im Dienst. Irgendwie war das Jahr 97 so der große Wechsel auf modernere, glaube ich. Aber schön anzusehen sind sie allemal. Herzlichen Dank für die Erhaltung. Grüße zum Feuerwehrmuseum nach Finsterwalde. Das Fahrzeug mit der Nummer 26A wird gepflegt von den Oldtimer- und Technikfreunden in Bad Liebenwerda. Hergestellt im VEB Feuerlöschgeräte Werk Luckenwalde und von der Freiwilligen Feuerwehr Luckenwalde in teilrestauriertem Zustand übernommen und mit viel Liebe wiederhergestellt. Die 26, irgendwie war die hinterm Baum, ist ein Privatbesitz von Herrn Rainer Levy hergerichtet und hier vorgeführt. Diese Drehleitern waren die einzigen, die in der DDR überhaupt im Einsatz waren, in dieser Form. Alles andere waren offensichtlich Steckleitern, so wie sie auf der 26A zu sehen sind. Mit der Nummer 27 schließt sich an eine Drehleiter von der Firma Magirus. Sie wird vorgeführt von der Freiwilligen Feuerwehr
Herzberg. Der Aufbau ist eine Plattform mit Drehleiter, damit kommt man schon ein ganzes Stückchen weiter. Deswegen war sie auch bis 2002 im Dienst und sie stammt von der Partnerstadt Büdingen, die dieses Fahrzeug an die Feuerwehr Herzberg 1991 übergeben hat. Mit der Nummer 28, das ist Lola, steht zumindest dran. Ebenfalls ein Fahrzeug auf der Basis Magirus. Der wird vorgeführt vom Verein für Kunst und Musik Herzberg. Das ist ein Schlauchwagen. Der war auch bis 2010 im Dienst. Und es folgt mit der Nummer 29 ein Löschfahrzeug Daimler-Benz von den Oldtimer-Freunden in Prösen. Besonders interessant ist hier diese Vorbaupumpe. Und weil die so flexibel einsetzbar ist, war das Teil bis 2002 im Dienst. Grüße nach Prösen ins Röderland. Er schließt sich an, der Rolandstädter Spielmannszug von der Elbe. Aus Belgern, unter der Leitung von Frau Cindy Jentsch. Hier im Einsatz mit 20 Spielleuten, nicht nur mit Marschmusik, sondern ein sehr traditionsreicher Verein. Beispielsweise 1970 haben sie 400 Leute zusammengetrommelt zu 50 Jahre Jubiläum und zu 700 Jahre Belgern waren es sogar 600 Spielleute. Herzlich willkommen! Der schwarze Skoda eröffnet den nächsten Block für die Jahre 1971 bis 1990. Angeführt wird die Reihe von einem Trabant, wie wir ihn alle noch kennen. Der wurde 1992 von 10 Kameraden für 100 Euro, also jeder einen Zehner, erworben und wieder aufgebaut. Und die Nummer 35, auch nochmal ein Trabant-Kübel. Der ist eher einsatzfähig, der kommt aus Rückersdorf von der Freiwilligen Feuerwehr und da war er bis 2005 im Dienst. Die Nummer 36 ist ein Wartburg 353 von der Freiwilligen Feuerwehr in Straupitz. Wer da auf das Nummernschild geschaut hat, da steht noch VP dran. Der gehörte nämlich bis 1990 zum Volkspolizeikreisamt und war von 1990 an 5 Jahre als Einsatzleitwagen bei der Freiwilligen Feuerwehr in Straupitz. Auch diese Kameraden sind mit historischen Uniformen bekleidet. Es schließt sich an. Na, das ist aber nicht original. Es schließt sich an, noch einmal ein Wartburg. Diesmal aus dem Feuerwehrmuseum Finsterwalde. Der war bis 1990 im Dienst. Er schüttelt Elsterwerda. Ach, Finsterwalde fehlt. Die haben nicht so richtig in Gang gekriegt. Der kommt aus Liebenwerda. Elsterwerda. Hier steht Liebenwerda. Macht nichts. Auf jeden Fall Elsterland. Und auf jeden Fall Feuerwehr. Das klingt schon originaler. Die Nummer 38. Auch ein B1000 von den Oldtimer-Freunden in Prösen, Baujahr 72 bis 2003 im Dienst. Und hier hat der Eigentümer, ich vermute am Steuer oder am Beifahrer? Der Beifahrer, der hat ihn vor der Verschrottung gerettet und so hergerichtet, wie wir ihn heute sehen. Der nächste Bikers kommt von der Freiwilligen Feuerwehr in Marxdorf. Der war ursprünglich mal als Rettungswagen im Einsatz, das sieht man an den getönten Scheiben. Dann war er Kleinlöschfahrzeug, sogar mit einer TS-8 im Einsatz und 2016 nochmal durch Umbau erweitert. Eine Tragkraftspritze kam dazu und pro Jahr werden mit diesem Fahrzeug noch ca. 10 Einsätze, insbesondere für technische Hilfeleistung gefahren.
Das nächste Fahrzeug sieht nicht so nach DDR aus. Das ist ein Ford Transit der Freiwilligen Feuerwehr Grunow, auch Baujahr 71 und seit 92 dort im Dienst bis heute. Die Feuerwehr Theiser ist mit einem ZT300 hier vertreten und einem Tankanhänger dazu. Dieser ZD, der ist aus dem Traktorenwerk Schönebeck, den kennen wir alle. Und der Anhänger mit Tragkraftspritze und Wasserfass, der ist in Theiser im Einsatz seit 1998 bis heute. Und das ist auch notwendig bei der weitläufigen Heidelandschaft in Rückersdorf-Drösig. Die Nummer 43, ein Löschgruppenfahrzeug Typ Ello Robur von der Freiwilligen Feuerwehr in Trebus. Auch schon lange im Dienst, auch noch bis heute im Dienst und der sieht sehr geländegängig aus. Ja, das waren die mit Allrad. Der nächste Robur, nee, doch, ein Robur, auch ein Ello. Steht nicht auf meinem Zettel, sieht aber auch sehr gut aus, sehr gepflegt, kommt aus Breska. Die hohen Leibwischer müssen auch gut aufpassen bei den Waldbränden. Ne? Mit einer Leiter im Schlepp und einem Kameraden an der Löschkanone, die Nummer 44. Ein Tanklöschfahrzeug W50 mit Anhängerleiter der Freiwilligen Feuerwehr Warenbrück. Auch seit 1983, seit er gebaut ist, bis heute im Dienst, in Luckenwalde aufgebaut, auch ein Allradfahrzeug und die kommen sogar auf 18 Meter. Der nächste in der Reihe, wieder ein W50, ein Tanklöschfahrzeug aus dem Privateigentum der Familie Wendt. Dieses Fahrzeug bekam die Freiwillige Feuerwehr nach 10-jährigem Dienst 1981 von der Berufsfeuerwehr Cottbus. Ich habe jetzt so oft freiwillig gesagt, dass Beruf ganz schwierig über die Lippen geht. Aber an dem Helm sieht man, wie ein Berufsfeuerwehrmann, der hat echt zu leiden unter seinem Schnüffelchen da oben. Das war mal das Modernste, was es gab. 1989 eine Aktualisierung. Später im Einsatz bei der Ortswehr in Wiederau, dann in Bayern und schließlich jetzt im Eigentum der Familie Wendt. Der nächste W50, Nummer 46, betreut und gepflegt von der Jugendfeuerwehr in Torgau. Sehr schön, dass die Sachsen auch bei uns sind. Herzlich willkommen. Und das Herzblut wird hier geliefert, zum Beispiel von Caroline Richter auf dem Beifahrersitz, offensichtlich für die Jugendfeuerwehr. Nummer 48, ein Tatra, endlich mal ein richtig fettes Auto von der Freiwilligen Feuerwehr Großrehschen Nord. Oh, jetzt dachte ich schon, ihr habt losgelegt. Wow, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Hier haben wir an Bord 8200 Liter Wasser, 800 Liter Schaummittel, der Wasserwerfer, vor dem ich gerade solche Angst hatte, Hitzeschutzbekleidung, Atemschutzgeräte und natürlich einen riesengroßen Waldbrandsatz. Das ist auch notwendig bei der Tagebaulandschaft um Großrehschen. Da muss man so ein starkes Fahrzeug haben. Schön, dass ihr dabei seid. Die Nummer 49, ein SIL, ein russisches Fahrzeug, der wurde früher mal aus der UdSSR importiert. Das Problem war, die Schlauchanschlüsse haben nicht gepasst, die musste man erstmal auf die deutsche Norm umrüsten. Und interessant ist, der hat so viel Diesel gesoffen, dass man ihn später auf einen W50 Diesel umgerüstet hat. Und das ist ihm offensichtlich gut bekommen. Schön, dass ihr dabei seid. Oh.
Und wieder ein schicker Skoda, der ankündigt den letzten Block der Feuerwehrfahrzeuge von 1990 bis heute. Den Anfang macht ein Kommandowagen bzw. Einsatzleitwagen aus dem Jahr 2003. Ein VW Passat, der wurde von der Feuerwehr mit Eigenmitteln beschafft, damals 33.000 Euro. Es ist als Führungsfahrzeug eingesetzt, natürlich in Falkenberg stationiert, mit an Bord zahlreiche Einsatzunterlagen. Das ist immer dann wichtig, wenn in öffentlichen Gebäuden ein Brand ausbricht. Das heißt, die Kameraden wissen gleich, wo sie hin müssen. Es ist auch ein Lautsprechersystem verbaut. Können wir mal guten Tag sagen? Können wir mal guten Tag sagen? Nee, geht nicht. Kann nur fahren. Multitasking ist heute nicht. Aber sowas ist ganz wichtig. Und wenn es zum Brötchen holen ist. Denn die Einsätze dauern manchmal ganz schön lange. Er schließt sich an. Ein Mannschaftstransportwagen mit Tragkraftspritzenanhänger. Das ist ganz frisch aus dem Jahr 2014. Der war aber auch schon im Einsatz. Hier findet eine ganze Gruppe von Kameraden Platz. Zum Beispiel eine Kettensäge für die Sturmschäden, die es jetzt in den letzten Wochen und Monaten gab. Mit der Nummer 55 ein Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser aus dem Baujahr 2003. Das wurde im Rahmen der Kreisbeschaffung für die Ortsfeuerwehr Großrössen gekauft. Es stammt von der Firma Ziegler, ist auf einem MAN-Fahrgestell und die Pumpe ist so eingebaut, dass sie aus beliebigen Entnahmestellen Wasser fördern kann. Die Nummer 56, ebenfalls ein Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser von der Freiwilligen Feuerwehr Pölser steht hier, Falkenberg steht auch dran. Auf jeden Fall heißt der Fahrer Tino Leitritz. Tino, schön, dass du dabei bist. Auch hier sind diverse Gerätschaften zur Hilfeleistung an Bord. Beispielsweise auch ein Notstromaggregat. Wir haben mit der Nummer 57 nochmal ein Tragkraftspritzenfahrzeug. Noch frischer aus dem Jahr 2008. Das ist jetzt die Freiwillige Feuerwehr Schmerkendorf. Hier kann man zum Beispiel auch ein Schlauchboot dranhängen. Das kommt auch im Stadtgebiet zum Einsatz, beispielsweise bei der Suche nach vermissten Personen oder auch bei der Tierrettung. Auch das hat es schon gegeben. Ein baugleiches Fahrzeug mit der Nummer 58 von der Freiwilligen Feuerwehr aus Bayern. Hier ist besonders, dass man diese Tragkraftspritze besonders schnell bedienen kann. Allerdings haben diese Fahrzeuge alle das Problem, sie sind nicht geländegängig, aber sie kommen wunderbar schnell über die Straßen. Im gesamten Stadtgebiet sind sie im Einsatz, beispielsweise bei den Sturmschäden oder auch bei den Brandeinsätzen im Stadtpark. Hier haben wir wieder mal eine vorgebaute Pumpe an dem folgenden Fahrzeug mit der Nummer 59. Hier haben wir auch tragbare Leitern dabei. Und man höre und staune, auf diesem Fahrzeug sind 600 Meter Schlauch untergebracht. Die Nummer 60 aus dem Jahr 1999, also noch vor der Jahrtausendwende, aber nicht weniger modern. Dieses Fahrzeug ist beispielsweise bei technischen Hilfeleistungen im Einsatz. Es ist das Primärlöschfahrzeug der Falkenberger Wehr und es hat schon geholfen, viele Menschenleben zu retten. Es sind auch viele gesprungen, denn hier musste ein neues Sprungpolster angeschafft werden. Das funktioniert jetzt aber sehr gut. Dann haben wir einen Mannschaftstransportwagen von der Feuerwehr in Blumenberg. Wir haben ein Löschgruppenfahrzeug ohne Schlauchboot, das kommt als nächstes, mit Schlauchboot von der Freiwilligen Feuerwehr Arzberg. Hier ist im Einsatz der Wehrleiter Michael mit Nachwuchs.
Der Fahrer ist der Daniel. Sein schickes Boot könnte man eigentlich auch mal so rumfahren. Die Nummer 63, ein Hubrettungsfahrzeug, der sogenannte Schnorchel der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg. Auch ein sehr modernes Fahrzeug, seit 2002 dort im Einsatz. Das ist ein sogenannter Teleskopgelenkmast. Der kommt bis zu 23 Meter hoch und im Notfall sogar bis 32 Metern. Die Kameraden haben uns hier in Falkenberg auch schon geholfen. Mit der Nummer 63 ein Hubrettungsfahrzeug, ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg. Das ist das modernste Fahrzeug, Baujahr 2016, seit 2016 im Dienst. Ich glaube, ihr zieht noch Hausschuhe an, wenn ihr einsteigt, ne? So ungefähr. Mit der Nummer 65 eine Drehleiter mit Korb von der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Liebenwerder. Dort auch schon viele Jahre im Dienst. Das ist ein sogenannter Hubsteiger mit einem Bronto Skylift Aufbau. Die Besonderheit ist, dass er für Atemschutzüberwachung und den Höhenrettungseinsatz geeignet ist. In Falkenberg auch schon im Einsatz gewesen, beispielsweise bei dem Dachstuhlbrand in der Walter-Rathenau-Straße. Vielen Dank. Mit der Nummer 66, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug aus unserer polnischen Partnerstadt Otyn. Die Kameraden haben einen ganz langen Anfahrtsweg. Hier haben wir 6 Kameraden im Einsatz. Und der dramatischste Einsatz war ein Fabrikbrand, wo die Kameraden dabei waren. Der ging fast einen Tag lang, dieser Löscheinsatz. Mit der Nummer 67 ein Tragkraftspritzenfahrzeug von der Freiwilligen Feuerwehr aus Mal-Litschkendorf. Die Stimmung ist schon mal ganz wunderbar. Der Festumzug der Fahrzeuge wird abgeschlossen vom Spielmannszug aus Hirschfeld. Die Deutsche Eiche, ein Spielmannszug mit sehr langer Tradition. Herzlichen Dank für die Begleitung, denn diesen Spielmannszug gibt es schon seit über 110 Jahren. Der Kultur- und Tourismusverein führt den Reigen unserer Vereine an. Begrüßen Sie mit mir an erster Stelle die Christen aus Falkenberg und Umgebung. Sie haben ein wunderbares Motto: Die Christen stehen nicht auf dem Schlauch. Beten ist immer gut, gut ist es aber auch, eine immer dienstbereite Feuerwehr zu haben. Seit über 8 Jahren treffen sich katholische, evangelische und neuapostolische Christen der Falkenberger Gemeinden zu ökumenischen Veranstaltungen. Ein Stück ihres Weges wollen sie zusammengehen, so wie heute bei diesem Festumzug. Die Christen von Falkenberg und Umgebung möchten sich bei der Feuerwehr recht herzlich bedanken für ihren selbstlosen Einsatz und den wertvollen Dienst an der Gemeinschaft. Dabei sind übrigens auch die Sternsinger, die jedes Jahr die Häuser im Januar segnen und für einen guten Zweck sammeln. Den Segen können wir auch gegen Feuer gebrauchen. Es schließt sich an das Bild 3, die Kindertagesstätte Großrössen Astrid und die Grundschule Astrid Lindgren sowie der städtische Hort
Freizeitinsel. Ich habe hier ganz, ganz viele Informationen. Ich mache es kurz. Wir haben wunderbare Kindereinrichtungen hier bei uns in Falkenberg. Von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und wir freuen uns, dass eure Häuser so schön renoviert werden. Entweder sind sie schon oder sie werden es noch. Dafür ein großes Dankeschön an die Stadt Falkenberg. Es schließt sich an die Kindertagesstätte des DRK, die Villa Regenbogen. Sie haben etwas gedichtet. Achtung, Achtung, hier kommen wir. Wir sind ganz sicher mehr als vier. Kleine Forscher, kleine Helden, jetzt wollen wir auch uns Regenbogenkinder melden. Stets hilfsbereit mit Rettungswagen, da wollen wir heute Danke sagen. Unserer schnellen Feuerwehr, die DRK-Kita Villa Regenbogen, dankt euch sehr. Mit dabei ist das LVM-Sparschwein. Sieht gar nicht aus wie ein Schwein. Ach, da ist das Schwein. Okay, also da, wo das grüne Männchen ist, ist das Sparschwein nicht weit. Das ist der Ferdinand. Und bei Ferdinand kann was ins Sparschwein gesteckt werden. Wir machen weiter mit der Kita Sonnenblume und der ASB Kita Schmetterling. Seit 60 Jahren im Stadtbild. Freut mich ganz besonders, weil wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Und wir haben im Moment 166 Kinder in unseren Häusern. Das ist wunderbar. Und wir freuen uns drauf, dass sie größer werden und unser Stadtleben noch mehr bereichern. Und weil ASB nicht überall dran steht, haben wir ein Auto hinterherfahren lassen, wo ASB draufsteht. Es schließt sich an das Kinder- und Jugendzentrum Clean. Es hat einen festen Platz bei uns in Falkenberg und hier arbeiten auch viele ehrenamtliche Helfer, Bundesfreiwilligenbedienstete und es wird hauptsächlich Präventionsarbeit geleistet, Straffällige betreut, bei Behördengängen geholfen und. Und es gibt viele Menschen in Falkenberg, die diese Hilfe gut gebrauchen konnten. Der Dorfclub und Kidsclub Rehfeld mit einem Wagen und eindeutig identifizierbar. Hier wird gezeigt, dass die Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig ist. Die Gruppen planen gemeinsam jedes Jahr Feste und Jubiläen für ihre Einwohner und Gäste. Wunderbar, dass es in unseren Gemeinden solche Zusammenarbeit gibt. Vielen Dank. Es schließt sich an die Akkordeongruppe Falkenberg, auch seit vielen, vielen Jahren auf musikalischem Gebiet präsent. Auch Sie gratulieren zum Feuerwehrjubiläum und Sie werden im nächsten Jahr 30 Jahre alt. Freuen wir uns schon auf das Jubiläum. Der Förderverein Brandenburgisches Eisenbahnmuseum hat sich ganz, ganz wunderbar etabliert hier auf unserem Eisenbahngelände. Es fährt mit im Festzug das Modell der Lokomotive Adler, 1835 von Nürnberg nach Fürth unterwegs gewesen. Und hier bei uns in Falkenberg ging es los, 1848. Was habt ihr denn da verfeuert? Bloß gut, dass der Wind so rumsteht. Das Bild 10, die Falkenberger Tanzmäuse. Einer unserer schönsten Vereine. Seit 1970 im Einsatz. Sie haben schon alles Mögliche dargestellt, unter anderem auch Feuerwehrtänze. Ich suche jetzt den Feuervogel. Wo ist der Feuervogel? Aber die Mäuse sind auf jeden Fall da. Die Mäuse winken vom Wagen. Und dann kommen die Kleinen und immer größer. Ich freue mich schon wieder aufs Weihnachtsmärchen mit euch. Aber wer so viel Kultureinrichtungen hat, braucht auch Feuerwehr. Müssen wir uns auch mal vor Augen führen für den Veranstaltungsschutz. Ne?
Die Kinder- und Jugendaquaristik AG Falkenberg war mal etwas ganz Kleines, Feines. Jetzt ist sie etwas riesengroßes, Feines geworden. Weit überregional bekannt, insbesondere durch die Ausstellung hier im Haus des Gastes. Aber das geht nur, wenn man das ganze Jahr fleißig arbeitet. Und dazu viel Erfolg, herzlichen Glückwunsch. Das Bild 13 ist unser ESV Lok Falkenberg, unser allergrößter Verein, den wir hier haben. Mein Zettel ist so groß, mit rund 400 Mitgliedern dabei, in den unterschiedlichsten Bereichen. Fußball kennen die meisten, Kegeln, Wandern, Schach, da ist alles dabei. Und es gibt auch viele bemerkenswerte Erfolge zu vermelden. Die kriege ich hier gar nicht alle aufgezählt. Ich versuche es mal. Abteilung Kegeln, die Damen den ersten Platz in der Landesliga und Kreispokalsieger. Bei Schach die erste Männermannschaft, Platz 1 in der Landesklasse und so weiter und so weiter. Es schließt sich an der Schützenverein Falkenberg mit einer 114-jährigen Vereinsgeschichte. An der Spitze die historische Fahne des Vereins und danach die Vereinsmitglieder in historischen Uniformen und Gewändern, zum Beispiel den Wilhelm Tell. Und an der Spitze sehen wir die Geister von Arthur und Emma von Schärper. Die hatten es auch mal mit der Feuerwehr. Sie konnten als Geister nicht löschen. Deswegen ist die Villa abgebrannt. Der Schützenverein führt mit eine 6-Pfünder Preußenkanone, den alten Fritz. Und weil die Pferde zu schwach waren, haben sie viele Pferde genommen von den Falkenberger Fliesenlegern und haben sie angehängt. Danach mein absoluter Lieblingsverein, Jugendblasorchester Falkenberg. Fast 60 Jahre, jung wie eh und je, Riesenrepertoire, wunderbarer Schwung unter der Leitung von Bernd Klön. Danach die Falkenberger Angelfreunde. Gezogen von Gabor Shop 24. Die wollten ihr Boot wahrscheinlich nicht rudern. Ist auch schwierig auf dem Asphalt. Und dann kommen zwei schmucke Häschen. Das ist schon der Rassekaninchenverein e.V. Falkenberg. Das ist auch richtig, dass sie drei Häschen vorneweg schicken. Die kann man wenigstens gut sehen. Die anderen sind nicht so groß. Es sind wahrscheinlich auch, wie heißen die, blaue Wiener, irgendwelche Riesen und so dabei. Am schönsten sind ja die mit den Schlappohren, aber die kann nur ich sehen. Also ich kann nur sagen, Weihnachten ist gesichert. Es schließt sich an der Hundesportverein Falkenberg-Übigau. Diese Damen und Herren leisten auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Die sorgen nämlich dafür, dass die lieben Vierbeiner sich auch so benehmen, dass sie in die Gesellschaft passen. Die sind auch ganz, ganz brav und nicht nur, weil sie müde sind vom langen Weg, sondern weil sie gut erzogen sind. Gibt es jetzt ein Leckerli? Das ist bestimmt da im Wagen. Nee, das Leckerli ist fürs Publikum. Ach so. Gute Idee, aber die Hunde gucken alle so traurig. Gebt denen auch was. Jetzt geht's weiter mit dem Rassegeflügelzuchtverein. Oh, jetzt hat die was fallen lassen hier, die Taube. Schön, das ist wie bei Olympia. Wunderbare Idee, die Rassegeflügelzüchter mit sehr, sehr schönen Tieren. Jetzt fahren sie auch ganz vorsichtig. Vorhin habe ich gesehen, da sind die in die Kurve gegangen, da haben sich die schönen Weihnachtsgänse auf dem Hintern gesetzt.
aber jetzt haben sie sich dran gewöhnt. Jetzt kommt ein Pony mit Wagen. Das ist der Reit- und Fahrverein Kölzer e.V. Das ist was für die Mädels hier. Habt ihr auch Jungs dabei? Hufschlagfrei. Bloß gut, dass das nur kleine Ponys sind, die dabei sind. Bei den Großen hätte ich jetzt einen riesen Respekt. Mädels, Hut ab oder Reitkappe ab vor eurer Leistung. Der Falkenberger Karnevalsclub. Och, sind die niedlich. So kleine Karnevalisten habe ich ja noch gar nicht gesehen. Auch ein ganz wichtiger Verein bei uns in der Stadt, der besonders in der saure Gurkenzeit vom Februar für Unterhaltung sorgt. Aber natürlich nicht nur im Februar. Wer sowas auf die Beine stellen will, so schöne Beine stellen will, der muss das ganze Jahr fleißig üben. Stimmt's, Mario? Einen Schlachtruf wollen wir hören. Also die Mädels mit ihrem Prinzen in der Mitte, die kriegen das sogar wunderbar ohne Musik hin. Richtig zackig. Wie lange ist denn der junge Mann schon dabei? Eine Woche. Okay. Ich habe nämlich gesehen, der kriegt die Beine nicht ganz so hoch wie die Mädels. Oder das liegt am Schnitt der Hose. Die Gartensparte Bahnlandwirtschaft ist mit einem Multicar dabei. Und das ist ja eine ganz gemeine Geschichte. Die Angler sind schon durch und der lockt seine Mitstreiter mit der Flasche. Das hätte ich jetzt beim Reit- und Fahrverein verstanden mit einer Möhre, dass die Ponys da hinterher wollen. Aber ihr lasst euch auch alle locken. Aber es gilt wie immer, das Schönste an der Gartenarbeit ist das Gießen, stimmt's? Und es geht weiter mit Gärtnern. 70 Jahre Kleingärtnerverein, gute Hoffnung. Und die machen... Ach so, die haben gefeiert. Ich dachte, das kommt noch. Die haben gefeiert. Aber das war nicht die letzte Feier bei euch, stimmt's? Es wird regelmäßig gefeiert, denn... Wer arbeitet, muss auch feiern. Und ihr habt offensichtlich gut gearbeitet. Das sind schöne Früchte, die ihr da mitbringt. Schrebergartengruppe Süd. Die sind motorisiert unterwegs. Das ist auch nötig, denn die haben so viel geerntet, dass man das mit purer Muskelkraft kaum wegbekommt. Aber die haben auch richtige Muskelmänner dabei. Die Damen mögen mal hinschauen. Die Herren haben extra einen Tanktop angezogen hier. Es schließt sich an die Gartensparte Nord. Wir haben ja in alle Richtungen, Nord, Ost, Süd, überall haben wir Gartensparten, wo fleißig gearbeitet wird. Und was mich besonders freut, die haben überall junge Leute dabei. Also Gärtnern ist was für alle Generationen. Und wer jetzt noch einen Garten braucht, der kann in alle Richtungen gehen und wird einen finden, stimmt's? Also ich staune, was die Gartensparten so an Technik auf die Reihe bringen hier. Das ist schon echt professionell. Ich glaube, die nehmen im Herbst die Zäune hoch, pflügen alles durch und stellen dann die Zäune wieder hin. Jetzt kommen die Wessis von Falkenberg, Gartensparte West. Oh, haben die schön geerntet. Also ein extra Beifall für diesen wunderbaren Erntefarmer. Also hier gibt es schon extra Beifall für die Deko. Die war überall schön, aber eure ist die schönste. So, jetzt kommen die Wassernixen von Falkenberg. Baywatch. Kiebitzwatch heißen die, glaube ich. Wo ist der Mann mit der roten Badehose? Ach, da hinten. Dem ist kalt geworden vom Fahrtwind auf dem Rettungsboot.
auch wenn es lustig klingt, diese Damen und Herren leisten eine extrem wichtige Arbeit, und damit man sich bei uns am Kiewitz sicher fühlen kann, sorgen Sie dafür, dass alles in Ordnung geht. Er schließt sich an, der Schützenverein Kölzer. Sie sind sehr treffsicher. Ich weiß aber nicht, was die Zielscheiben am Auto machen. Ist das laufender Keiler oder sowas? Da steht auch Wildtrack dran. Sagt mir Bescheid, wenn diese Übung stattfindet, das will ich sehen, wie er das Auto trifft. Und jetzt kommen die Falken mit angelegten Flügeln, der Falkenberger Fliegerclub e.V., ebenfalls ein ganz, ganz wichtiges Mitglied in unserem Vereinsleben. Nicht nur, dass wir was zum Hochgucken haben, wenn wir wieder zu viel arbeiten, sondern auch ein schönes Fest jedes Jahr mit ihrem Ehrenmitglied Afanasjew. So, und jetzt kommt die Stimmung, jetzt kann ich eigentlich die Klappe halten, denn ich komme nicht dagegen an, gegen diesen Sound. Das Blue Velvet gratuliert zu 125 Jahren Freiwillige Feuerwehr. Danke schön, dass Sie all das ermöglicht haben. Entschuldigung, dass wir jetzt gerade die Ansprache etwas gestört haben. So, liebe Falkenberger und Gäste, herzlichen Dank fürs Kommen, dass Sie dabei waren. Ich bin sicher, es hat sich für alle gelohnt, die dabei waren, und natürlich auch die, die zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Festwochenende, und es ist ja auch noch nicht vorbei, denn die Technik kann noch besichtigt werden hinter dem Haus des Gastes. Man kann morgen beim Herbstmarkt dabei sein und auch morgen Abend noch zu einer Feierstunde an unserer Kirche. Dort wird das Jugendblasorchester Falkenberg eine feierliche Kranzniederlegung begleiten. Noch eine Durchsage? Nee.